Moin und herzlich willkommen zurück zu My Rabbids Kingdom Battle, Folge Nummer 18, um den Dreh, 18 dürfte es sein. Wir gehen in 3-2, Gukibu. Was ist das denn? Was ist denn Gukibu? Was soll das sein? So, wir gehen mal rein. Was ist, wenn man da Peach nimmt? Das sind die Gukibus. Ach ja, scheiß die Wandern, die haben ja keinen. Sind ja immun gegen Heldensichten. Das finde ich gar nicht gut, weil wir haben gerade die Heldensicht upgraded. Ich hätte die jetzt so gerne gehabt, gesehen. Auf 130%. Wir müssen sagen, machen, dass diese Gegner im Fernangriff und teleportieren sind. Ja, sie können. Ja, okay. Ach, okay, dann kämpfen wir halt wieder mit ihnen. Ich hätte jetzt eigentlich lieber mit anderen gekämpft, aber scheiß drauf, der Hund drauf. Doppelt und dreifach, du. So. Alle können die Röhre, ne? Ist das so schlau? Wäre es nicht geiler, mit dem Rocket Launcher ein bisschen Cash zu machen? Nee, der Rocket Launcher ist nicht upgraded. Doch ist er, aber nee. Komm, wir machen es einfach so. Folgender Vorschlag. Können wir nicht viel machen mit ihm, ne? Komm, wir platzieren uns mit Mario. Mit Rabbit Mario. Dann da unten oder so. Ich würde fast sagen, hier ist am besten so. Ja, ich habe was vor. Ich gehe richtig rein. Scheiß der Hund drauf, ich gehe richtig heim. Wir müssen nur alle Gegner killen, oder ist wieder eine irgendeine Anzahl? Warum leckt es denn jetzt? Leckt es in der Aufnahme auch? Oh, ich hoffe, nein. Ich hoffe wirklich, nein, das wäre nicht so gut. Wir können jetzt mit Magnettanz. Oh, nur zwei. Ich dachte mehr. Ich habe wirklich gedacht, ich kann mehr anziehen, aber... Scheiß drauf, komm, dann machen wir es erstmal so, wie ich es vorher hatte. Und zwar dashen wir dich und platzieren uns danach hier. Sehr gut. Getcha. Rabbit Mario. Okay, der will irgendwie nicht hören, ne? Ich würde ihn gerne so killen, aber das geht nicht. Deswegen muss ich ihn leider mit dem Hammer... Muss ich leider meinen Hammerschwung verschwenden. Für diesen Sohn hier. Und auch Rabbit Mario ballert mit dem Hammer ordentlich drauf. Und zerstört die restlichen zwei. Dann haben wir jetzt nur noch ein paar Cookie-Boos links von uns. Und die Heldsicht nützt uns nichts. Rocket Launcher nützt uns auch nichts. Komm, Barriere rein. Dann reicht das Ganze. Okay. Sie platzieren sich natürlich perfekt, ne? Also das dürfen die halt. Ist halt deren Privilegium. Ja, ich wusste es, Alter. Die haben uns richtig fett gegeben. Aber... Wir machen es, glaube ich, erstmal so, dass wir ihn dashen, wenn es geht. Ja. Jetzt mit dem 79er ist das natürlich schmackhaft. Schmackhafter denn je. Und dann machen wir ihn fertig, oder? That should work.
Er ist doch voll gut eigentlich. Ohne Scheiß, ich arbeite eigentlich echt gut in diesem Lauf. Ich habe das Spiel ja schon zweimal vorher durchgespielt. Ich kann mich erinnern, ich bin schon locker 5, 6, 7 Mal gestorben beim ersten und zweiten Run. Also wirklich, ich werde besser. Was lohnt sich denn hier mehr? Ich würde behaupten wollen, dass wir uns hier platzieren werden. Und ihm einen Schuss abgeben. Vielleicht hätte uns das ja irgendwie geholfen. Und jetzt werden wir uns dann doch runter platzieren und versuchen, diesen Gookiebu auszulöschen. Leider habe ich dabei nicht bitter. Komm, Crit! Ja, Ehre. Ich dachte, das macht viel mehr Schaden. Ich dachte wirklich, das macht 105 oder so. 105 bis 115. Ja. Zug beenden, komm. Bitte komm runter. Nein. Natürlich platziert er sich noch weiter oben. The man in the high castle, Alter. Muss das sein. So, ja, scheiß doch der Hund drauf. Wir gehen jetzt komplett rein. Wir gehen jetzt komplett rein. Mario kann sicher auch irgendwie daherkommen. Natürlich nicht. Mario ist nutzlos. Okay, dann platzieren wir uns halt hier mit ihm. Hermelinchen. Sorry. Kurz auf sich gekriegt. Ja, voll rein, oder? Einfach alles, was geht. Komm, gib ihm Crit. Natürlich nicht. Dann platzieren wir uns hier. Und erledigen ihn nächsten Zug mit gemeinsamen Kräften von Rabbit Mario und Rabbit Luigi. Ich hoffe, dass man 4 Runden genehmigt bekommt. Natürlich. Gut, das hätte ich mir aber denken können. Wer ist denn am lowsten? Ich würde sagen, Mario sollte sich auf jeden Fall hochheilen. Kann er natürlich nicht, weil er dumm ist und nichts kann. Dann machen wir es halt mit Rabbit Luigi. Ich würde sagen, wir machen das jetzt so taktisch, dass wir den möglichst größten Schaden an ihm ausfügen, dass wir erstmal versuchen, ihm hier einen Crit zu geben. Vergessen wir es. Wir haben es gewonnen, okay. Ich wollte eigentlich jetzt ein bisschen Vampir noch bekommen für meine Leute. Warum ist denn der Deckel vom Fusti nass? Das ist doch scheiße. Der ist doch richtig scheiße, komm. Warum ist der denn immer nass? Wenn ich den aufmache. Ich schraube ihn nicht verkehrt auf, weißt du, ich meine. Oh nein, sie habe ich das Taschentuch daneben geschmissen. Ich hasse mein Leben. Wo waren wir denn gerade? Ich bin komplett lost. Wir waren gerade da hinten, ne? Ja. Das heißt, wir müssen jetzt hier eine Statue finden. Wir müssen gar nichts, obwohl da ist die Statue. Stadt Ure. Urme. Urme. Ich hoffe, wir können die so lange behalten, weil irgendwann, wenn dem Spiel die Statue zu weit weg ist, dann wird sie einfach weggenommen. Aber das passt. Magic work, though. So, dann können wir uns irgendwo hin boosten lassen. Das machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Zack. Ich sehe Unterwäsche. Okay. Das tue ich nämlich auch. Was ist das denn? Okay, ich hoffe, wir werden jetzt einfach zurückgeschleudert. 10 Powerkugeln, das schmeckt natürlich ganz gut. Ich denke, nach dem nächsten Fight sollte das Kapitel aus sein. Dann können wir ordentlich upgraden. Danke, dass wir jetzt komplett alles übersprungen haben, was es hier gibt. Dann gehen wir es nochmal rückwärts durch. Wer ist denn? Chemiegenie. Alter.
Das heißt Chemie. Scheiße. Jetzt bin ich auch schon komplett heil, Mann. Chemie. Aber am geilsten sind die Leute, die Chemie sagen. Chemie. Das heißt Chemie. K. CH wird in diesem Fall mit K ausgesprochen. Nicht Chemie oder Chemie. Man sagt ja auch nicht chemischadisch oder chemikadisch, sondern chemikadisch. Ja? Warum ist denn der Weg so lang? Das ist wie bei Skylanders, ne? Das hat mich auch an Skylanders, glaube ich, insgesamt am meisten abgefuckt, dass der Weg immer so lange war. Es ist nie so viel passiert, wirklich. Als ob Cookie Boost nicht gereicht hätten. Diese Abtei ist von Buhus, so richtig. Ich kann ihre Präsenz spüren. Kommen wir ihnen zu nahe, werden sie uns jagen. Und wenn sie uns dann... Ja, sind teleportiert, sie an der Norden. Ja, okay. Ich bin zwar von diesem Team durchaus überzeugt. Aber. Ich denke, es gäbe jetzt nichts Geileres als ein Bömmchen à la Rapid Peach. Ja. Und das machen wir auch. Ganz einfach, let's go. Außerdem wollte ich noch kurz heilen. Wollte ich das? Soll ich das tun? Ich glaube, das ist unnötig, oder? Ja. Wir dashen doppelt. Und gehen hoch. Dann haben wir kein Buhu am Hals. Oder zumindest nicht zwingend. Jetzt natürlich schon. Ich denke nicht, dass mich hier jemand abschießen kann. Also logisch wäre es auf gar keinen Fall, ne? Ja, dann können wir den von unten auch, von oben noch abschießen, wenn wir Bock drauf haben. Ja gut, dann haben wir unsere Leben auch wieder regeneriert, was ich meine. Durch diese Vampir-Dashes jetzt. Dann können wir doch mit ihm noch dashen. Natürlich können wir das nicht. Naja, doch, eigentlich schon, aber wir können nicht hoch, weil wir, ja, zu fett sind. Kannst du sagen? Ich glaube schon. Wie viel Schaden macht sie denn beim Dashen? Ich glaube, sie macht auch richtig wenig. Ja, geil. Jetzt muss einer hier unten bleiben, um den kaputt zu kriegen, oder was? Ne, wir machen es so. Platzieren uns symmetrisch zum anderen. Warum ist er denn so weit vorne, wenn er da hinten ist? Ich glaube... Scheiß drauf kommen. Scheiß drauf kommen. Ich wusste es. Okay, man sieht aber... Boah, wie heftig war das denn jetzt mit dem Honig? Man sieht aber, wenn man einen Geist hat. Und Mario hat keinen Geist. Das ist gut. Und Mario kann nicht hoch. Das ist nicht gut. Aber Mario kann ihn ausschalten. Sehr gut. Du kannst doch bestimmt irgendwann mit dem Rocket Launcher machen. Ja, sehr gut. Komm, drauf. Auf die Olge. Ein Crit. So will ich es mir loben. Ich hätte nichts gegen ein Barrierchen. Obwohl, bei ihr ist es unnötig gewesen, weil sie wird sowieso wegtippet. Na, war es mit der Runde. Buhus. Bitte nicht nach unten. Ins Schlachtfeld, okay. Das geht klar. Ich glaube, das geht wirklich klar. Ja, jetzt kann perfekt. Jetzt kann Rabbit Mario. Rabbit. Was ist das denn für eine unlogische Scheiße? Ja, wahrscheinlich triffst du dort. Deine Mutter. Ja, gut, okay. Jetzt schießt er auch noch hoch. Am besten noch mit Feuer. Okay, das wäre zu viel gewesen. Nein, das ist irgend... Okay, zum Glück immun. Ficken. Sorry. Okay, wir gehen... Können wir auch hier hochgehen? Ja, sehr gut. Ich werde mir die Buhu mitnehmen. So dumm das klingt, aber wir werden uns einfach wieder verpieseln.
und den Boo mitnehmen, damit wir mit Rabbit Mario, natürlich kann ich den Boo so nicht mitnehmen. Weißt du, will ich einmal was machen, was eigentlich nicht machbar, was man eigentlich nicht macht, dann funktioniert es nicht mal. Ja, okay, wir haben hier Heilung bei ihr. Also bei ihr müssen wir uns nicht sorgen, wie Leben an. Ich fände es sehr gut, wenn wir mit 40%iger Chance einen kritischen Treffer erzielen könnten. Und das ist natürlich eingetreten. Das finde ich sehr gut. So, vielleicht können wir ja mit Mario die Boohoo triggern. Nein? Warum nicht? Es ist unlogisch. Okay, dann platzieren wir uns auch hier. Und geben ihm einfach mal 40% zu 160 sind 64, dann hätten wir 220 bis 260 mit einer 40, ja komm. Ist die Heldensicht hier gut? Wir haben einen doppelten, ja nee, komm scheiß drauf, wir nehmen die Heldensicht lieber, als den Kraftpaket jetzt. Hat nicht gereicht, ne, der hat ein Leben, ne, 31 Leben, okay, aber dennoch bitte. Okay, er kriegt natürlich den Boohoo ab, aber scheiß drauf. Hauptsache, er kann erstmal ein bisschen Leben generieren. Bevor er zurückgepäht wird. Vielleicht wird er auch nach vorne tippet. Auch weiter nach vorne, weil es eh schon ist. Ah, okay. Finde ich auch nicht unbedingt schlecht. So. Gib ihm böse. Ja, das ist natürlich sehr gut. Hm. Was gibt es denn? Ach, oh mein Gott, ich bin so dumm, ne? Das ist ja hier, das Problem ist ja... Ach, das Problem ist ja, dass niemand... Also dass, wir haben zwei Gegner. Einer davon ist immun gegen die Heldensicht. Ach, ist egal, scheiße, komm. Aktivieren sie trotzdem. Wir spielen noch die Heilung für Rapid Luigi. Und gut ist. Ja, okay. Wir teleportieren uns immer... Teleportieren uns immer komplett zurück. Okay. Ist jetzt aber nicht so schlimm. Das finde ich schon eher scheiße. Das finde ich nicht gut. So. Ja, was hat er denn jetzt gemacht? Warte mal. Ach, ich kann ihn gar nicht treffen. Geil. Wie geil. Ich dachte, ich kann ihn perfekt dashen und dann noch hitten. Aber nein. Okay, dann gehen wir ihm halt mit dem Rocket Launcher ins Maul. Aufs Maul, ins Maul wahrscheinlich. Wahrscheinlich tun wir das. Er hat Tinte, da war ein Tintefassen versteckt. Auch geil, okay. Dann geben wir ihm noch einen 99er. Und Mario macht ihn kaputt. Sehr gut. Haben auch dieses Match bestanden. Und das sollte auch ein Perfekt sein. Bitte ist die Fusion Cup jetzt nicht nass. Danke. Sehr schön. Jetzt ist es nass. Was ist das denn? Junge! Sorry. Diese leicht pubertäre Stimme, aber so ein Müll. Warum? Seit wann tropfen denn Fusties, Digga? Könnte diese Grammophon dort drüben eines der Relikte der Güte sein? Ich habe jetzt keinen Bock auf Werbung, komm. Ich will jetzt noch upgraden in den Part. Legt mich fett. Ich dachte, ich hätte irgendwo einen passenden goldenen Sockel gesehen. Aber wo? Müssen wir irgendwie zusammenhängen? Ja, am Hauptplatz starten wir das Grammophon. Ja, machen wir gleich. Machen wir doch gleich, Junge. Aber erst im nächsten Part. Jetzt, meine Damen und Herren, wird richtig upgraded. Ich habe hier teilweise 65 drauf. Das reicht. So, Mario, was wollten wir bei dir upgraden? Irgendwie ist alles nicht so wichtig bei ihm. Ich würde sagen, bei Mario wäre der Stampfschaden nicht schlecht, oder? Der Dash aber auch nicht. Und die Fortbewegung ist bei ihm unfassbar schlecht. Also wirklich unfassbar. Teamsprung kann er gar nicht erhöhen. Das kostet 60, das ist mir aber auch sehr viel, ne? Wir nehmen den Stampf. Ne, nach dem Stampfen, wir stampfen nicht so oft. Wir machen mal das kleine Upgrade.
Gut, das war es jetzt wieder komplett an der Stelle. Ich will aber nicht auf Raserei gehen mit ihr, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber überhaupt nicht. Was gibt's denn noch so? Oh, 40% heilen. Das ist nicht schlecht. Waffenparade. Boah, ist aber auch nicht schlecht, du. Verkürzt den Cooldown vom Schild. Das wäre schon eine Kombo, ne? Machen wir irgendwann noch. Aber ich glaube, jetzt erstmal ist es der... Ist es die Mega-Heilung, die wir upgraden werden. Bei ihm geben wir auf jeden Fall den Rasereischaden. Bei ihm würde ich sagen, entweder gehen wir nochmal auf Teamsprung oder wir machen einen multiplen Eisenblick. Das ist natürlich pornös geil. Bei ihm gibt es nichts viel. Bei ihr auch nicht. Na gut, dann danke für das Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne positiv werden. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Haut rein und ciao.